Herzlich willkommen im Februar 2019. Der Christian ist noch hier, aber er wird irgendwann im Urlaub sein. Und damit wir in dieser Zeit trotzdem etwas haben, was wir euch präsentieren können, greifen wir jetzt ein Thema auf, was im Dezember sehr, sehr erfolgreich bei euch eingeschlagen hat. Asien 2030. Wir haben uns über Märkte der Zukunft unterhalten und wir haben uns etwas zurückhaltend mit dem Thema der Investmentprodukte beschäftigt. Sonst wäre die Sendung mit Karl Pilny noch länger geworden. Genau. Es war schon unser Flaggschiff, was die Länge angeht. Auch meine ich, was den Inhalt angeht. Es war ein spannender Rundumschlag. Aber für den Blick auf die Produkte, wie man denn jetzt die Gedanken von Karl Pilny umsetzen kann, blieb einfach keine Zeit. Und genau. Ihr habt uns wahnsinnig viele Fragen dazu gestellt, was wir denn jetzt auch konkret mit diesem Wissen machen oder wie man es anwenden kann. Eine dringende Empfehlung für die Leute, die jetzt einfach so in diese Sendung reingestolpert sind. Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Schön, dass ihr da seid und habt Verständnis dafür, dass wir euch an dieser Stelle erstmal wieder wegschicken müssen. Denn jetzt ist der gute Moment, erstmal die Sendung mit Karl Pilny sich anzuschauen, sich über die Chancen von Asien bis 2030 und natürlich darüber hinaus zu informieren und dann zu schauen, was sind denn aus unserer Sicht interessante und geeignete Investmentprodukte, um darin zu investieren. Und das machen bei Echtgeld TV für euch. Wie immer Christian Birühl und Tobias Kramer. Und wie immer hat Christian zu Anfang einer jeden Sendung das, naja, in Deutschland notwendige Vergnügen, euch mit ein paar rechtlichen Gepflogenheiten vertraut zu machen. Einfach nur der Hinweis, dass wir hier Meinungen euch präsentieren, Impulse, Impressionen, das, was wir fürs eigene Portfolio schon machen oder uns überlegt haben. Was wir hier nicht machen, ist Anlageberatung, Steuerberatung, Rechtsberatung und natürlich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Demzufolge können wir auch keine Haftung übernehmen, weder für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität der Unterlagen, noch dafür, was ihr mit diesen Meinungen, mit diesen Impulsen dann im eigenen Depot so anstellt oder eben nicht macht. Und ansonsten noch der Hinweis, heute gibt es wieder sehr, sehr viele Materialien, Schaubilder, Grafiken, die ihr so in dieser Form vielleicht noch nicht gesehen habt. Die könnt ihr natürlich auch herunterladen in der Echtgeld TV Lounge. Anmeldung dort kostenlos. Die könnt ihr gerne teilen mit Freunden im Internet oder auch sonst wo. Nur bitte seid so lieb und seid so fair. Lasst den Quellenhinweis einfach drauf. Einfach das Urheberrecht beachten, ist eine Frage von, wie ich so gerne sage, Sitte, Anstand und Moral. Und damit herzlich willkommen bei unserer Produktausgabe, wenn man so will, zu Asien 2030, der Nachfolgersendung mit unserem 10.000er mit Karl Pilny. Jetzt geht es um die besten ETFs und ganz wichtig, auch mehr für die Boomregion des nächsten Jahrzehnts und möglicherweise auch der nächsten Jahrzehnte. Und hoffentlich für uns alle erleben wir davon möglichst viele. Hoffentlich tun wir das mit guten Investments und in möglicherweise gute Investments, zumindest aber in die aus unserer Sicht geeignetsten Investmentprodukte in diesen Märkten wollen wir euch jetzt einführen. Und wir beginnen natürlich etwas globaler. Ja, mit der Paketlösung. Das war ja die Frage, die von vielen kam. Naja, das ist ja alles ganz schön und China hier, Japan dort, Asien, Indonesien. Es waren ja viele Begriffe. Gibt es denn irgendwie, war eine Frage, gibt es den Pilny-Fonds? Nein. Oder Karl, den Just One Asia. Genau, den Pilny-Fonds gibt es nicht, den Just One Asia eigentlich auch nicht. Denn im ETF-Bereich zumindest wird eine strikte Trennung vollzogen. Auf der einen Seite Japan, auf der anderen Seite Asien. Das heißt, also diese beiden Elemente, die Karl Pilny ja eher zusammenfasst, sind in der ETF-Welt zunächst mal getrennt. Mit Japan haben wir uns sehr ausführlich in der eigenen Sendung beschäftigt. Auch immer noch aktuell, das, was wir im Depot haben,
nämlich der Japan Small Cap ETF. Mögen wir ja besonders Small Caps. Mögen wir immer noch sehr gerne. Ist vielleicht demnächst mal an der Zeit für ein Update. Aber alles, was wir in dieser Sendung, die schon vom Dezember 2017 ist, wenn ich mich recht erinnere, gesagt haben, ist immer noch aktuell. Alle Aussagen, die getätigt wurden, sind aktuell. Das Sushi, was Christian da gegessen hat, glücklicherweise nicht mehr. Und es wäre nicht ich schön, kann aber wieder was, ich könnte etwas mitbringen. Aber können wir uns auf den Laden einigen, wenn du von Sticks und Sushi was mitbringst, dann habe ich eine gute Idee, was es also für mich dann sein dürfte. Sehr gerne. Zeigst du dann die Sequenz beim nächsten Mal, wenn du hingehst und fragst nach einem extra Sushi umsonst? Das sieht nicht. Das sieht. Achso, könnten wir machen. Ja, könnten wir machen. Weißt du, so Influencer-mäßig. So, nein, das machen wir nicht. Mal so sind wir nicht. Wenn uns Restaurants gefallen, dann können wir das auch sagen. Wenn ihr in Berlin seid, geht zu Sticks und Sushi. Wenn euch nach einer Currywurst ist, dann geht ihr natürlich zu Curry 36 am Mehringdamm. Und natürlich dann auch rechts daneben, da dürft ihr die Currywurst mit reinbringen, zu unserer Leib- und Magen-Kneipe, wo ich der Micha willkommen heißt, in Vogts und, Bier Express. Und überall dort, wo wir gerne essen, zahlen wir auch gerne, weil gute Arbeit gehört auch bezahlt und nicht von Influencern ausgenommen. So, aber reines MSCI, Thema, wir reden, Emerging Markets Asia. Ja, wir reden über eine Paketlösung dann zumindest für den Schwellenländeranteil. Ja, und da bleibt eigentlich nur dieser Emerging Markets Asia. Es gibt zwar noch ein paar andere Asia-Fonds, aber Asia Pacific mixt Australien mit Singapur und Hongkong, also außer geografischer Nähe, sehe ich da überhaupt keinen sinnvollen Anlagehorizont. Und dann gibt es noch den Far East ex Japan als Index von MSCI. Aber da fehlt ein Land, was doch sehr wichtig ist, nämlich Indien. Denn Indien ist denen nicht weit genug im Osten. Da muss es dann eben noch ein Stück weiter gehen. Das ist schade. Und Indien sollte schon dabei sein. Ist auch, wie ihr sehen könnt, in diesem Fonds von MSCI mit dabei. Allerdings nur mit 12,2%. Und das ist, wenn wir auch die Pilni-Sendung nochmal zurückrufen, ja eigentlich eine etwas geringere Gewichtung, als wir sie gerne hätten. Also wir haben natürlich hier einen Querschnitt durch die asiatischen Schwellenländer, der sich immer an einem orientiert, wie nahezu alle Standardindizes, und das ist Größe. Man muss nur mal sagen, der chinesische Aktienmarkt ist nun mal der größte. Indien ist da noch weit hinterher in der Entwicklung. Anders als bei der Bevölkerung. Wir würden uns natürlich wünschen, dass ein bisschen mehr Indien drin wäre. Das ist sicherlich ein Schwachpunkt aus unserer Sicht strategisch bei diesem ETF. Hinzu kommen andere Länder, die wir auch besprochen hatten, namentlich Indonesien, gemessen an der Bevölkerungszahl, das viertgrößte Land der Welt, ist nicht mal unter den Top 5, irgendwo mit 3, irgendwas Prozent unter ferner liefen. Dafür haben wir sehr stark dabei mit 20% Südkorea, wo man sich natürlich fragt, ist das noch ein Emerging Market? Naja, der ist schon ziemlich emerged. Der ist schon weit emerged, und die Unternehmen, die dort starke Börsenwerte haben, die hängen nicht so wirklich an dem, was im Land passiert, sondern die hängen an der Weltkonjunktur. Eins davon haben wir im Echtgeld-TV-Depot, nämlich Samsung. Selbiges Thema natürlich auch für Taiwan. Eines der Schwergewichte im Fonds mit 5%, Taiwan Semiconductor. Na, für die ist relativ egal, was jetzt da auf diesem kleinen Fleckchen Erde so passiert, wie sich das weiterentwickelt. Für die ist entscheidend, wie geht's denn weiter im Schweinezyklus weltweit. Ist einer der größten Halbleiterhersteller. Das heißt, man muss, wenn man das mit einem Produkt abdecken will, eine ganze Reihe Kompromisse in der Zusammensetzung machen. So sieht's aus. Und ansonsten muss man bei diesem Index aber mal zumindest hervorheben, dass der Finanzsektor einigermaßen moderat gewichtet ist, aber eben auch der höchstgewichtete Sektor mit 21%. China mit der hohen Gewichtung schon angesprochen. Das drückt sich dann eben auch in den enthaltenen Dickschiffen aus. Denn trotz im Fondsvermögen enthaltenen 872 Aktien sind Tencent mit 6,7, Alibaba mit 5,4 und Samsung mit knapp 5% vertreten. Also die Top 3 haben da schon mal über 16%. Und das ist eben ja schon mal ganz ordentlich. Und da könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, vielleicht
gibt es ja da auch noch etwas anderes. Und wir haben uns auf die Suche gemacht und haben etwas gefunden, wo ihr jetzt ein bisschen stark sein müsst. Denn ihr seht hier 0,65% Kosten, Gesamtkosten. Das ist großartig, ne? Wenn wir euch gleich wieder was ETFs zu leisten in der Lage sind. Es geht so, also einige jammern ja auch da, 0,65% ist viel. Wenn euch 0,65% zu viel erscheint, dann werdet ihr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gleich vom Stuhl fallen. Denn wir zeigen euch als nächstes einen Fonds, der eine Gesamtkosten oder eine Gesamtkostenquote, eine TER von 2,24% hat. Wir haben einen aktiven Fonds hier ausgewählt, der noch dazu mit einem Ausgabeaufschlag, der nicht so ohne weiteres um mehr als 50% reduzierbar ist. 50% sollten möglich sein, aber der eben schon mal von den Kosten ordentlich ins Kontor schlägt, aber der Fonds schafft auch etwas anderes. Der Fonds schafft richtig ordentlich Rendite und Outperformance. Ja, weil wir haben ja eben schon gesagt, was wir ja sehr gerne mögen, sind Small und Mid Caps. Das zieht sich von der Just One Sendung, wo wir das weltweit gemacht haben über Japan, bis hin hier zum Thema Asien, Schwellenländer. Denn Small und Mid Caps, das sind die mit dem Wachstumspotenzial und das sind natürlich auch diejenigen, die in der Regel ihr Geschäft im Land selbst machen. Das heißt also, die am meisten profitieren, wenn der Wohlstand in diesen Ländern wächst. Es gibt auch einen ETF, der auf Small Caps aus Asien abstellt. Leider fehlt dort wieder Indien und die Wertentwicklung ist jetzt nicht so viel besser als bei den Large Cap. Deswegen haben wir geschaut, wenn irgendwo aktives Management einen Mehrwert bringen kann, dann in einer solchen Nische. Und der Templeton Asia Smaller Companies macht genau das. Der Fonds hat sich seit Mitte 2008 vom Anteilspreis her in Euro mehr als versechsfacht. Die ETF-Lösung hat sich im selben Zeitraum nur verdreifacht. Und zwar, diese Performance-Werte gelten bereits nach Kosten. Also diese monströsen Gesamtkosten von bis zu 2,24% PA, die wurden verdient, die waren gut angelegt. Der Fonds hat eine nahezu kontinuierliche Überrendite zu dem ETF. Aktives Management kann auch funktionieren und es funktioniert hier mit einem sehr fokussierten Portfolio. Extrem beeindruckend, mit einem Zehntel der Unternehmen im Vergleich zum MSCI Emerging Market, und zwar Emerging Market Asia, schafft der Fonds hier auf den ersten Blick das Achtfache. Aber wenn ihr den Eindruck habt, er schafft das Achtfache, bitte, bitte, bitte einen ganz wichtigen Punkt beachten und deswegen auch nochmal hier an der Stelle für die, die uns entweder live sehen oder das YouTube-Video sehen, beide Charts, die verdeutlichen, dass Templeton nicht nur einen sensationellen Job im Fondsmanagement gemacht hat, sondern auch beim Timing, wo dieser Fonds offensichtlich an den Markt kam, denn Anfang 2008 erlebten die Emerging Markets eine ganz, ganz schlimme Phase und der iShares MSCI Emerging Markets Asia verlor sehr, sehr ordentlich 55,7%. Das war der maximale Rückgang, den dieser Fonds erzielt hat. Und just als das Tal der Tränen gerade richtig da war, als man in Tränen quasi wartete, da kam der MSCI Far East Small Cap ETF auf dem Markt, der nämlich der Grund dafür ist, warum dieser Chart so spät anfängt. Insofern. Der Fonds ist schon länger da. Der Fonds ist, das sagst du mir jetzt? Fonds ist schon, wir hatten vorher darüber nicht gesprochen, aber an der Stelle insofern, also das ist, sie haben gezeigt, dass sie über 10 Jahre eine Outperformance liefern können. Brutal. Da muss man einfach sagen, man kann viel am aktiven Management kritisieren, aber man muss an dieser Stelle sagen, ihr habt eure Gebühren auf jeden Fall verdient, insbesondere auch, weil der Fonds von der Struktur her irgendwie sehr gut aktuell zu dem passt, was wir in der Gesamtheit mit Karl Pilny besprochen haben. Indien und China etwa gleich auf. Das ist ein großes, großes Plus. Ja. Wir haben kleinere Länder deutlich höher gewichtet. Vietnam, wo wir ja später noch drauf kommen, immerhin mit 4,6%. Wir haben den Konsum,
als Schwergewicht, nicht die Finanzwerte. Denn wenn Wohlstand wächst, dann muss natürlich der Konsum anspringen. Und wir haben Top-Einzelwerte, von denen wir einen sogar kennen, nämlich Fila Korea. Das ist jetzt allerdings dann nicht wirklich ein Small Cap, zumindest nicht so klein, nämlich die gleichnamige Sportswear-Marke. Aber die anderen, die kennen wir nicht. Ich finde ja wunderschön die Firma Health and Happiness. Das ist Babynahrung aus Südkorea. So. Spricht übrigens auch für den Fonds, ne? Wenn man die Liste der Schwergewichte sieht und keinen wirklich kennt. Dann und dann aktives Management. Dann sind es wirklich Werte. Smaller Companies. Weil wenn einer sagt, hey, das sind Smaller Companies in einer ganz exotischen Region und ich als Dödel, der sich mit Asien nur auf einer Makroebene beschäftigt, würde alle Werte kennen, dann wüsste ich sofort, der erzählt Mist. Hier ist es nicht. Man muss immer darauf hinweisen, aktives Management hat ein Strategierisiko, wenn das Management sich mal wechselt. Oder wenn die mal vielleicht einfach schlecht drauf sind, da ist eben der Mensch der Faktor. Man muss allerdings hier sagen, über 10 Jahre hat dieses Risiko nicht zugeschlagen. So, und das also die Lösung oder das, die Lösungsalternative, wenn euch nach Just One ist. Bei Just One für Asien wäre es eigentlich dieser Fonds, denn die regionale Allokation, die Sektorallokation, das sieht schon sehr, sehr gut und in dem Bereich aus, den wir auch so ein bisschen mit Karl Pilny Ich kannte ihn vorher auch nicht. Ich bin jetzt durch das Research für diese Sendung drauf gestoßen und meine Aufgabe ist jetzt zu gucken, wo kriege ich den Ausgabeaufschlag weggedrückt, weil ich bin ja geizig. Und wenn wir die Gesamtlösung hinter uns haben, dann wird es jetzt Zeit mal zu schauen, was es in den Einzelmärkten gibt und wie schon beim MSCI Emerging Markets Asia gesehen, ist China das wichtigste Land. 41% des Fondsvermögens sind in diesem Land investiert und damit für uns auch der Grund, mit diesem Land anzufangen und mal zu schauen, was gibt da eigentlich alles. Und wir haben jetzt 4 China-Indizes mal in den Vergleich gepackt und zwar in der Net Total Return Variante, ganz wichtig, in Euro. Denn wir kommen nun mal von hier und von daher ist für uns auch wichtig, Wir gucken, was hinten rauskommt. So sieht's aus. Und wir sehen also, China, ein Land, denkt man so, ja, 10 Jahre und ETF, mein Gott, wichtig beim ETF, erlebe ich immer wieder in allen Diskussionen, was kostet der denn? Ist mir so die ganz entscheidende Frage. Und nee, da ist der Spread mir aber zu hoch, den will ich nicht. Und nee, das ist ein Swapper oder irgendwas, Leute. Ganz entscheidend, auch beim ETF, es ist nur eine Verpackung. Was ist denn drin im ETF? Was für Aktien und wie ist das Indexkonzept? Denn da sieht man, ETF ist gleich ETF, Pustekuchen. 4 China-ETFs, der schlechteste hat sich über 10 Jahre verdoppelt. Der beste hat mehr als 250% gemacht. Das heißt, man kann also viel richtig oder viel falsch machen bei der Wahl des ETFs und man sollte auf jeden Fall mal reingucken in die verschiedenen Indexkonzepte. Genau. Und ein Konzept, vielleicht auch wichtig, um das hervorzuheben, den MSCI China, den haben wir jetzt nicht dabei. Bevor die Frage kommt, kurz was dazu. Ja, der MSCI China ist auf ETF-Basis gerade umgestellt worden. Da geht es gerade um die Inklusion dieser chinesischen Aktien in das Universum von MSCI Emerging Markets. Deshalb wurde also der alte China-Index quasi weggepackt und es gab den Inclusion-A-Index. Das sind immer Sachen, wo so ein Bruch drin ist. Das mag ich nicht sonderlich, aber er hat doch keine Alleinstellungsmerkmale, den braucht man da jetzt nicht. Die 4, die wir jetzt kurz besprechen, sind diejenigen, die relevant sind, wobei am Ende wir zu einer sehr klaren Einschätzung kommen. Und deswegen fangen wir einfach mal auf der rechten Seite der 4 Indizes an. Für euch, die ihr die Grafik hoffentlich vor euch habt, das ist der Dow Jones China Offshore, den ihr in der grafischen Aufbereitung auch schon ganz gut mit dabei seht. Er ist nämlich der Spitzenreiter nach dieser Grafik, aber da gibt es so ein paar Sachen, auf die man eingehen muss. Denn bei den Abers, mit denen wir dann gleich starten, merkt ihr dann schon, das wird wohl nicht der sein, den wir am Ende ausgewählt haben. Zunächst mal,
Es ist eine fokussiertere Anlage, 50 Aktien vom chinesischen, die auf dem chinesischen Festland aktiv sind und in Hongkong und den USA notiert. So, das ist heißt, ganz entscheidend. Also genau. Wir haben es hier nicht mit chinesischen Aktien zu tun, also überhaupt nichts an den chinesischen Börsen, sondern Börsennotierung in Hongkong und in den USA. Das ist wichtig, das heißt, wir haben da das geringste regulatorische Risiko. Denn aber man Risiko hat zumindest, ist trotzdem ganz gut. Natürlich, man hat aber zumindest mal die SEC und nicht irgendwelche chinesischen Behörden. Da gibt es schon noch einen Unterschied, auch Hongkong. Das heißt also, wenn man bei chinesischen Werten halbwegs regulatorische Sicherheit haben kann, so es sie denn gibt, dann hat man sie hier. Und wir haben natürlich auch dadurch, dass die Bezugnahme auf die USA da ist, die ganze Riege der Technologiewerte dabei, die aus China sich entschieden haben für den Börsengang an die Nasdaq. Da sind wir natürlich vor allem mal bei Alibaba. Weil du das so hervorhebst mit dieser SEC-Regulatorik, Frage an dich, hast du die Doku China Hustle auf Netflix schon gesehen? Nee, ich brauche aber auch keine Doku darüber, was an chinesischen Börsen von chinesischen Unternehmen getrieben wird. Ich muss mir einfach angucken, was wurde von chinesischen Unternehmen an der Frankfurter Börse getrieben. Nicht? Also da gab es dann deutsche Aktiengesellschaften, die hatten eine 100% Tochter in Hongkong und die hat eine 100% Tochter irgendwo in China. Und die sind dann hier in Deutschland auf Anlegersammeltour gegangen und das Geld kam oben rein, floss dann unten nach China. Aber es gibt keinen einzigen Fall, wo das Geld von unten nach oben jemals zurückgeflossen wird. Ist ja auch gegen die Gesetze. So, also bei China Hustle da einfach mal reingucken, der zeigt ja nämlich auch so die generellen Risiken eines China-Investments. Hier ist soweit man das kontrollieren kann, ist es zumindest hier eine Fokussierung auf die regulatorisch sicheren Gebiete, was nicht schützt. Aber dort muss man erstmal hingehen. Die zwei Drittel Gewichtung auf die Top 7 sind auch noch etwas? Ja, zwei Drittel auf die Top 7 und die Top 7 sind dann halt auch wirklich Werte vom Schlage Tencent und Alibaba. Das heißt also mit der großartigen Streuung ist es hier nicht so weit her, wobei man halt in der Vergangenheit sieht, das fokussierte Portfolio hat am besten abgeschnitten, birgt aber natürlich auch die stärksten Risiken, wenn sich das mal entsprechend umdreht. Außerdem, das, was in Hongkong gelistet ist und in den USA, ist eben nur ein Ausschnitt aus dem chinesischen Aktienmarkt. Und damit ist hier nur noch zu sagen, dass wir beim Dow Jones China Offshore einen 34%igen Anteil von Finanzunternehmen haben. Das ist eine ganze Menge, aber gemessen daran, was beim HSCEI kommt, dem Hang Seng China Enterprise Index, ist das harmlos. Denn dieser Index verfügt über knapp 55% Anteil an Finanzunternehmen. Da also ein extrem klares Klumpenrisiko. Der Index ist sozusagen Schweinehälften billig mit einem KGV von knapp 8. Aber da ist ein so eklatantes Risiko drin, wo man dann schon sagen muss, das ist quasi ein Bankenindex. Und Banken sind ja per se nichts Schlechtes. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, aber weiß ja bei der Deutschen Bank und sowas. Nein. Es gibt asiatische Banken, die laufen ganz hervorragend. Es gibt aber weltweit Banken, die laufen ganz hervorragend. Aber hinter chinesischen Banken muss man trotz ihrer Größe einfach zumindest in diesem Klumpen ein Fragezeichen setzen. Es ist leider systemimmanent, dass wir hier so viele Banken haben, denn der Hang Seng China Enterprises Index rekrutiert sich ausschließlich aus chinesischen Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind. Das heißt, diejenigen, die im China Offshore die letzten Jahre für Musik gesorgt haben, nämlich zum Beispiel eine Alibaba, alle diejenigen, die nach New York, nach Offshore gegangen sind, sind hier nicht drin. Das erhöht relativ gesehen den Anteil der Finanzwerte, die brav zu Hause geblieben sind vom Listing her. Insofern auch diesen Index braucht man nur, wenn man eine bewusste Wette auf chinesische Banken machen möchte. Das ist aber ungefähr das, was ich genauso gerne mag wie Hund mit Katze. So, und weiter geht's mit dem CSI 300. Da schon mal vorweggenommen, 38% Anteil im Finanzsektor. Auch das ein ganz ordentlicher Schluck aus der Finanzmarktpulle. Ja, wobei, ne, also Indizes zeichnen ja die Realität der Märkte nach und das ist genau auch hier der Fall. CSI 300 speist sich aus den 300 wichtigsten Aktien in Shenzhen und Shanghai. Hier haben wir es also erstmals mit richtigen, echten chinesischen Aktien zu tun.
von Unternehmen, die auf dem Festland aktiv sind und auch dort gelistet sind. Das ist also dieser regulatorische, muss man sagen, Wildwestbereich, um den es auch in dieser Doku dann geht. Nicht umsonst sind das die Aktien, die in den letzten 10 Jahren am schlechtesten gelaufen sind. Das ist ein Zockercasino, das ist halbwegs ordentlich mal gehypt worden, 2014 bis Mitte 2015. Da ging es mal ganz schnell in eine Verdreifachung und seitdem wurde die Luft rausgelassen und es dümpelt wieder. Da ist viel zu tun regulatorisch. War lange Zeit die einzige Möglichkeit, wirklich auf dem Festland zu investieren. Ist sicherlich mit der Perspektive, dass China irgendwann auch mal den Kapitalmarkt erwachsen kriegt, ein gutes Investment für Langfristanleger, aber sicherlich lange nicht das Beste. Denn das kommt jetzt in der Einzelschau. Und wer hat es gefunden? Natürlich Ralf Andres. Genau. Der Kollege, mit dem ich zusammen den Zertifikateberater herausgebe, hat mit dem ich die Zertifikate Awards gegründet habe, 2002. Die ich jetzt fortführe? Ja, einer muss das machen, nicht? Er hatte irgendwann, weil wir uns bei diversen Mittagessen und sonst was über auch den Hang Seng China Enterprise Index unterhalten haben und diese hohe Finanzmarktlastigkeit sich in die Buddelgrube quasi, in die Sandgrube gesetzt und mal ein bisschen nach China gebuddelt und hat dabei diesen S&P China 500 sich ein bisschen genauer angeguckt und da gibt es ein paar Sachen sozusagen, die hervorhebenswert sind. Erstmal, es ist ein wirklich breites Investment. Zweitens, wir reden hier nicht nur über 500, sondern über 563 enthaltene Unternehmen und wir reden über einen Finanzmarktanteil von nur, in Anführungsstrichen natürlich, 25%. Und damit können wir jetzt auch mal von dieser Grafik weggehen und uns das Porträt dieses Indexes anschauen, der über WisdomTree investierbar gemacht wird. WisdomTree haben wir letztes Jahr mal beim Thema Dividendenstrategie vorgestellt, hat sogar auch gewonnen, ist mittlerweile im Echtgeld-TV-Depot Thema des Monats gelandet, macht sich dort auch sehr gut. Diese WisdomTree-Produkte sind großartig, weil sie sehr sophisticated sind, weil sie eigentlich von der systematischen Seite kommen, so wie wir auch das Problem ist, den Mangel an Vertriebspower. Der große, große Nachteil dieses Produkts ist, nur 18 Millionen Euro investiert. Was nutzt es denn, wenn man das beste Produkt hat, wenn es keiner weiß? Insofern wollen wir das ein bisschen ändern, denn ein ETF, in dem 18 Millionen drin sind, sorry, da muss man sagen, WisdomTree hat bislang einen langen Atem bewiesen, ist sehr erfolgreich in den USA, aber auch in Europa. Mit der Regulierung namens UCITS möchte man ja auch mal irgendwann etwas sehen und bei 18 Millionen fängt der Spaß noch lange nicht an. Also da muss was rein. Ja, vor allen Dingen, weil wir ja über 563 Unternehmen reden. Genau, und wir reden auch nicht darüber, dass hier rumgeswappt wird, sondern das wird wirklich mit einem breiten Sampling, was wir hier immer als optimiert in den Porträts stehen haben, wirklich abgebildet. Da sind wirklich diese Aktien drin. Und das Schöne ist, warum ist es der beste China-ETF konzeptionell? Nun ja, weil es der logischste ist. Die sagen einfach, hey, es ist doch wirklich egal, ob diese Unternehmen nun A-Aktien in Shenzhen oder Shanghai sind, ob es H-Aktien in Hongkong sind, ob es S-Aktien in Singapur sind, ob es Red-Chips sind, P-Chips oder Unternehmen, die sich für den Börsengang in den USA entschieden haben, aus naheliegenden Motiven wie Alibaba. Wichtig ist, dass sie ihr Geschäft in China machen und richtig etwas damit zu tun haben. Und genau das ist der Fall. Sie haben das große Universum, das bilden sie voll ab. Deshalb ja auch dann ein ausgewogenerer Branchenmix, weil nämlich zum Beispiel bei den Konsumgütern eine Alibaba reinspielt, weil in den Kommunikationssektor natürlich eine Tencent reinspielt und weil ansonsten alle großen Namen aus China dabei sind, egal wo und wie sie gelistet sind. Hauptsache, man kann sie börslich investieren. Sozusagen das China-Pendant zum legendären S&P 500 in den USA und ein Fonds, der es definitiv verdient hätte, mehr Beachtung zu bekommen. Der kritische Draufblicker kann jetzt aber auch sagen, vorhin habt ihr die 16-17% an Gewichtungsanteil für die Top 3 hervorgehoben. Jetzt sagt er nichts zu den 20, doch tun wir gerade.
Tencent, Alibaba und Ping An Insurance sind mit über 20% im Moment im Fondsvermögen gewichtet. Ja, das ist so, aber insgesamt Sektorenmix deutlich besser aufgestellt, mit einer okay Kostenquote für diesen Markt und auch für dieses breite Investment. Also noch weniger Geld, dann kann man auch gleich den Anlegern Geld jedes Jahr überweisen, weil dann, also irgendwie Wisdom Tree muss da eben auch irgendwann Einnahmen erzielen. Und wenn ein Dienstleister kein Geld verdient, dann macht er keine Dienstleistung mehr, ist auch doof. Also von daher, das ist etwas, was hier hervorhebenswert ist. 61% der maximale Rückgang, längste Verlustphase 6,9 Jahre. Ja, das ist eben so. Ja, ansonsten aber wichtig, 10,3 als KGV, also auch dieser Index. Das ist wirklich China, günstig. China ist günstig. Wir haben ja über alle Inhalte mit Karl Pilny hier gesprochen, über die ganzen Fragezeichen, die hinter China stehen. Auf der anderen Seite muss man halt auch beachten, da sind eine ganze Menge Ausrufezeichen, sprich eine ganze Menge wirtschaftliches Potenzial, das dort noch ist. Und wenn man sich natürlich auch immer darüber beschwert, Mensch, da sind so viele Banken drin, muss man halt sagen, naja, wenn wir es einfach mal international beachten, die größten Banken der Welt, da ist China inzwischen auch eine Hausnummer. Von den 10 nach Börsenwert größten Banken der Welt sind immerhin 3 chinesische Institute dabei, darunter auch die Nummer 2 direkt hinter JP Morgan von der Marktkapitalisierung. Da wächst etwas heran, an dem man sich beteiligen kann, wenn man gute Nerven hat, die historischen Drawdowns sagen alles, und wenn man einen langen Atem hat. Klassisch natürlich für einen Sparplan oder für einen Trancheninvestor. Aber bei den historischen Drawdowns, da muss sich der DAX jetzt auch nicht so richtig verstecken. Der kann dann auch ganz ordentlich in die Grütze gehen, wenn es mal an den Börsen richtig hoch hergeht. Also von daher, der Wisdom Tree und der S&P China 500 ETF, unser Top-Pick als Portfolioergänzung und Portfolioposition für China. Aber Asien 2030 war ja nicht nur das große China-Thema, sondern wie wir ja eben auch schon, als wir über den Templeton gesprochen haben, ist da eben noch ein anderer Riese direkt auch neben China mit dabei, den wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Und da haben wir auch ein Produkt ausgewählt. Ja, da haben wir Indien. Indien ist schwierig zu investieren. Das stellt jeder fest, der vielleicht mal versucht hat, indische Einzelaktien zu kaufen. Ich stelle das auch immer wieder fest, so bei Facebook oder so, sagen Leute, ja, ich habe eine Aktie gefunden, ist toll, Dividendenrendite und so, alles klasse und super Historie. Und dann ist es so indisch und dann denke ich mir, Moment mal, guck erstmal nach, kannst du die überhaupt handeln? Wird man feststellen, nein, sehr, sehr viele indische Unternehmen sind nicht handelbar in Deutschland, sind auch nicht handelbar an anderen Börsenplätzen. Nur wenige Größen, sowas wie Infosys, beispielsweise Reliance Industries, also die Leuchttürme, die man vielleicht so immer kennt als Synonyme für den indischen Kapitalmarkt, die sind über entsprechende aktienvertretende Zertifikate überhaupt investierbar. Und auch auf der Fondsebene ist es schwierig für Ausländer in Indien zu handeln. Da gibt es eine ganze Reihe von Restriktionen und Zulassungen. Deshalb macht es schon Sinn, in eine solche Paketlösung zu gehen, denn BlackRock als Muttergesellschaft von iShares kann diese Hürden, wenn die keinen Zugang haben, genau, wer dann? Kann diese Hürden etwas besser umgehen, und zwar interessanterweise sogar mit einem Fonds, der anders als es früher der Fall war, die Aktien direkt kauft, der also auch voll replizierend ist. Lange Zeit gab es für Indien nur Swap-basierte Fonds. So einen habe ich noch zur Abgeltungssteuerzeit damals gekauft. Nifty 50 von der Deutschen Bank. Den habe ich auch. Auch finanzlastiger überdies, weshalb unser Blick hier auf den Wettbewerber geht, den MSCI India. So, und da haben wir etwas, wo man auch von den Gesamtkosten sagen kann, ja, 0,65 ist schon, das geht in die angenehme Richtung. Aber auch hier das Fondsvolumen, 71 Millionen Euro, relativ klein. Und wenn man sich so andere Zahlen mal anguckt, ist schon beeindruckend. 78 enthaltene Aktien, also deutlich reduzierter als andere Portfolien, gerade auch als das Portfolio, was wir gerade für China vorgestellt haben. Und der Anteil der Top 10 Unternehmen bei 52%, die Top 3, weil wir es jetzt hier in der Sendung schon ein paar Mal hatten, sogar bei 29%.
Verglichen mit China doppelt so teuer, aber Indien ist. Es ist ein ganz anderer Markt, der natürlich auch international nicht unter diesem Druck, unter dieser Beobachtung, unter diesen Mechanismen leidet. Es ist eine lupenreine Demokratie, gleichwohl ein sehr, sehr, sehr armes Land nach wie vor. Das hinter China, Karl Pilny hat das sehr eindrucksvoll beschrieben, noch deutlich zurückhängt. Aber in einigen Bereichen, gerade wenn es um Intellectual Property geht, also um geistiges Eigentum, um Technologie, in den letzten Jahren immense Kapazität aufgebaut und erweitert hat. Insofern, gerade auch aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, auch der Bevölkerungsdichte, ist es ein Land, was unbedingt dazugehört, selbst wenn man vielleicht mit den Werten, die dort in diesem Fonds enthalten sind, überhaupt nichts anfangen kann als hiesiger Anleger. Ausgenommen eine Firma, die springt einen förmlich an, wenn man sich die Top-Einzelwerte anschaut, mit 3,5% Hindustan Unilever. Ich dachte, du meinst Tata. Naja, Tata, so, ja, Tata vielleicht, aber also ich ne, denke, wenn ich das so angucke. Du hast dein Brand mit dabei. Ich kenne natürlich auch eine Infosys, ich kenne auch eine Reliance Industries und ja, ich kenne auch Tata, aber mich springt doch an, Hindustan Unilever, die indische Unilever, in der Tat. Wir haben das schon mehrfach zum Thema Unilever hier besprochen, zuletzt in Leipzig beim Börsentag. Das Video dort findet ihr auch in der Lounge und bei YouTube. Entschuldige, dass ich unterbreche. Der Börsentag war in Dresden. In Dresden, natürlich. Ja, aber es war Sachsen. Immerhin. Beim Börsentag haben wir es angesprochen. Unilever ist das Unternehmen im Konsumgüterbereich, das sich sehr frühzeitig im Bereich Emerging Markets positioniert hat. Die machen heute 43% ihres Umsatzes in Afrika und Asien. Und damit sie damals diese Geschäfte in Gang bringen konnten, haben sie lokale Tochtergesellschaften gegründet, die dann auch. Die dann auch an die Börse gebracht. An Hindustan Unilever halten sie nach wie vor eine deutliche Mehrheit. Das ist also alles voll konsolidiert. Aber man kann sich hier dann indirekt auch nochmal so beteiligen. Und das zeigt halt auch wieder, wie solche multinationalen Konzerne agieren, ist natürlich auch immer wieder ein bisschen Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, naja, ich brauche gar keine Emerging Markets Investments im Portfolio, denn ich habe zum Beispiel eine Unilever und genügend andere Unternehmen, die in Emerging Markets aktiv sind, die dort Geld verdienen. Das ist eine philosophische Frage, die wir heute nicht beantworten wollen. Jedenfalls, wenn man in Indien investiert, ein bisschen Unilever ist auch dabei. Genau. Und dann ging es ja auch noch weiter. Dann ging es ja beispielsweise auch noch in dieses viertbevölkerungsreichste Land der Erde. Es ging nach Indonesien, das zum einen über eine kolossale Ausbreitung verfügt, die sich viele Leute gar nicht so richtig vergegenwärtigen. Ein guter Freund von mir lebt da und wenn der dann von dem einen Punkt zum anderen will und 7-8 Stunden unterwegs ist, um sich in diesem Land zu bewegen, dann macht das schon klar, dass da eine ordentliche Ausdehnung vorhanden ist. Von der Kapitalmarktgröße ist es sicherlich noch überschaubar, aber von dem Zukunftspotenzial ist es immens, auch nach dem, was ich von diesem Freund gehört habe, wie begeisterungsfähig die Menschen sind, wie lernwillig sie sind. Und deswegen und auch aufgrund dessen, was Kai Pilny in unserem Talk gesagt hat, haben wir nach was gesucht, was Indonesien investierbar macht und sind beim MSCI Indonesia gelandet. Ja, also gibt doch nichts anderes, ja, relativ einfach. Den auch hier als Swap-Fonds nur. In diesen Apfel muss man hier beißen. Ist also noch schwieriger. Ja, aber was ist das Problem bei einem Swap? Investierbar. Es sind einfach nicht direkt die Aktien drin, die im Fonds. Was ist das Problem dabei? Es sind nicht die Aktien drin im Fonds, die ich habe. Produktwahrheit und Produktklarheit sind nicht da. Es ist überhaupt nicht das. Ich sehe doch, ist doch kein Problem, sondern es ist aber nicht das drin, was draufsteht. Ganz einfach.
Ich finde, ich bin ja so einer, so what you see is what you get. Ich komme aus den 90ern, so, also du ja eigentlich auch, aber und ich bin wahrscheinlich immer noch darin verhaftet. Ich mag das einfach. Ich weiß, ich bin gerade von der Deutschen Bank vor mehreren Jahren, als ich noch den Certificate Award gemacht habe, da haben wir einmal auch einen Sonderpreis ETF ausgelobt. Den hat damals interessanterweise der Anbieter gewonnen, der nur Full Replication hatte, damals schon, nämlich iShares. Kam damals der Bereichsleiter von der Deutschen Bank, Thorsten Michalik, auf mich zu. Doch unmöglich, dass in einer solchen Veranstaltung ausgerechnet der gewinnt, der keine Derivate hat. Naja, das haben halt Vermögensverwalter entschieden. Ein paar Jahre später hat die Deutsche Bank überall dort, wo es nur irgendwie ging, die Swap-Konstruktion rausgeworfen. Also so gut können die ja alle nicht sein, beziehungsweise Investoren fühlen sich einfach Investoren, mit voll replizierenden Produkten nicht wohler, und so geht es mir auch. Aber da zitiere ich einfach mal den Kollegen Kommer, der in einem Interview dann eben auch mal gesagt hat, ihm sei kein Fall, und mir geht es eben ähnlich, ihm sei kein Fall bekannt, wo es bei einem Swap-Investment zu einem Schaden gekommen ist. Völlig uninteressant. Es geht um ein Gefühl. Ich möchte mich mit meinem Investment wohlfühlen. Und wenn ich noch so viel lesen kann und noch so viel erzählt kriege über Swaps, Derivate und hier und da, und ich habe in dem Bereich auch gewisse Erfahrung, so ändert es nichts daran. Ich persönlich fühle mich mit Full Replication wohler und versuche Full Replication doch zu bekommen, wo es geht, insbesondere, weil ich feststelle, dass es ja bei ETFs heutzutage nicht mehr zu wirklich großen Kostennachteilen führt. An der Stelle übrigens, MSCI Indonesia, bin ich selber auch im Swap-Fonds engagiert, denn Indonesien ist das, was ich mir so als, naja, kleine Spielwiese im Emerging Markets Bereich leiste. Der einzige Länderfonds, der jetzt wirklich mal auf ein kleines Land geht, weil mich einfach fasziniert, dass da 240 Millionen Menschen sind, die Anschluss an das Wohlstandsniveau suchen, was vom Kapitalmarkt her überhaupt noch nicht reflektiert ist. Von den Banken her übrigens schon, denn ich meine, wenn man jetzt auf die Einzelwerte schaut, so nach dem Motto Bank Central Asia, heißt das eine komische Bank. Naja, macht euch einfach mal den Spaß, ne? Guckt mal den Chart Bank Central Asia für die letzten 10 Jahre an. Ich glaube, es war eine Verfünfzigfachung. Und wer ganz besonders viel Spaß machen will, der macht mal Folgendes. Der macht mal diesen Chart logarithmisch und dann logarithmisch daneben den Chart der Deutschen Bank. Ja, das kann nur man, wer Spaß will. Das kann man machen, das ist so ein links unten, rechts oben Chart. Ja, aber auch hier muss man natürlich sagen, also der Markt ist sehr, sehr, sehr wenig entwickelt. Ne? Der gesamte indonesische Aktienmarkt kommt momentan auf eine Bewertung von 280 Millionen Euro umgerechnet. Das sind 2/3 der Marktkapitalisierung, die alleine Alibaba erreicht. Na, nur, dass wir mal so die Größenordnungen im Kopf haben. Das ist wirklich so eine Beimischung, wenn man mal sagt, na, ich möchte irgendwas im Portfolio haben, was mal so einen richtigen Turbo bringen kann, langfristig kaufen, mal in Tranchen liegen lassen, abwarten. Meiner Ansicht nach, demografische Entwicklung ist in Emerging Markets ein Riesenthema, zusammen mit einer gewissen politischen Führung, die wirtschaftsfreundlich sein sollte, sonst wird es nichts. Es gibt auch genügend Beispiele dafür, siehe Venezuela. Und hier haben wir ein Beispiel dafür. Übrigens auch wieder mit Unilever dabei. 87% an Unilever Indonesia hält Unilever in Europa. Der Rest ist börsennotiert und hier mit 4,4% immerhin im ETF. Ansonsten ein sehr fokussiertes Portfolio, gerade mal 28 ja. Werte, Anteil der Top 10 Aktien hier 77%. Und wenn wir nochmal auf die Top 3 gucken, dann sind wir bei über 40% bei diesem Investmentprodukt. Also da schon eine sehr, sehr ordentliche Klumpenbildung im Top 3 Bereich. Und wenn man sich die Top 5 anguckt, wird es da auch nicht viel besser. Also das ist schon ein etwas anderes Investment, aber dafür ist man eben auch in einem sehr, sehr potenzialstarkem Land investiert und hat hier die Möglichkeit von einem, der auch laut Ansicht Kai Pillnies Top-Märkte der kommenden mindestens 10 Jahre zu profitieren.
Das gibt noch nicht so viele Märkte, die gerade jetzt mal so ein Allzeithoch hingelegt haben in Euro. Ne? So, das einfach zum MSCI Indonesia. Mir persönlich macht diese Swap-Geschichte nicht so viel aus. Aber in der Tat, das, was Christian da gesagt hat, ist natürlich die Essenz dessen, was wir hier bei Echtgeld TV auch immer sagen wollen. Wichtig ist, dass das Investment, für das ihr euch entscheidet, euch keinerlei Unruhe verursacht bei euch. Wenn ihr damit nicht ruhig schlafen könnt, dann ist es das Falsche. Und wenn ihr auf der Suche nach was anderem seid, dann werdet dabei eben fündig. Wenn man schon beim Kauf Kröten schluckt, ja, wie wird es dann erst, wenn es mal, beim Kauf ist man immer begeistert, da wird immer alles toll. Und wie wird es dann erst mal, wenn es mal ein Problem gibt, wenn mal so eine Position 30% im Minus ist, da ist doch wichtig, dass ich mich zumindest am Anfang voll wohlgefühlt habe. Wenn ich da schon Bauchkrumm habe, wie soll das dann erst sein? Nein, also da muss ich auch sagen, rational, ultra-rational, alles fein. Aber wir reden hier immer noch über Geld und Geld ist nun mal ein emotionales Gut. Naja, vor allen Dingen, wenn es weniger wird, dann wird es besonders emotional und schmerzhaft. Wir wollen jetzt aber noch mal ein bisschen gucken, wie eigentlich dieses Asien insgesamt so aussah. Denn genau. Wir haben jetzt die drei wichtigsten. China, Indien, Indonesien, die besprochen. Drei bevölkerungsreichsten Länder, die auch Bestandteil unseres Gesprächs mit Karl Pilny waren von der Story her. Genau, und wenn man sich jetzt anguckt, wie sieht es eigentlich beim Börsenwert aus? Dann hast du mal eine Grafik vorbereitet, die auf deinen Dividendenadel-Grafiken da beruht, wo du diese Form der Darstellung ja gerne wählst. Und wo wir hier beispielsweise sehen, dass China natürlich bei der Börsenkapitalisierung alles andere massiv in den Schatten stellt. Allerdings ist es beim Ertrag nicht ganz so. Nee, aber es sind wirklich 13 asiatische Schwellenländer. Wenn man also jetzt wirklich Taiwan und Hongkong und Südkorea dazu nimmt, investierbar. Und wenn man jetzt China, Hongkong, Indien und Südkorea zusammenpackt, also nur die vier, dann sind wir schon bei fast 90% des investierbaren Volumens. Das heißt, darunter wird es also dann sehr, sehr klein. Wir sehen auch, wenn man die Farbigkeit in der Grafik vor sich hat, dass die Zyklik in den Emerging Markets extrem ist. Man hat immer wieder Ausreißer. Thailand in Summe am besten gelaufen. Indien läuft gerne mal gegen den Trend. Ja, und interessant ist, man hat ja früher mal der Zertifikatebranche den Vorwurf gemacht, sie verbriefe alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das gilt so ein bisschen für die ETF-Branche auch, denn in der Tat, es gibt ETFs, übrigens von der Deutschen Bank, auf MSCI Bangladesch und den MSCI Pakistan. Ja? So, und wer jetzt darauf spekuliert hat, dass wir uns diese Produkte jetzt mal näher angucken, den muss ich enttäuschen, denn Börsenkapitalisierung Bangladesch 11 Milliarden, Börsenkapitalisierung Pakistan 6 Milliarden. Ne? Also, wenn ihr euch die obere Hälfte im MDAX anguckt, ne, jede einzelne von diesen Firmen bringt mehr auf die Waage an Börsenwert als diese kompletten Länder. Evonik beispielsweise hat 10,2 Milliarden Marktkapitalisierung, ist also an der Börse ungefähr so viel wert wie Bangladesch. Da muss ich die persönlich in Bangladesch börsennotierten Unternehmen. Genau, ja, also wie die Börse Bangladesch. So, aber da muss ich ja sagen, das brauche ich dann nicht mehr. Unterhalb von Indonesien wird es mir zu klein und zu eng. Aber mancher mag es ja gerne ein bisschen klein, ein bisschen eng. Zum Beispiel Herr Kramer. Genau, der fährt ja auch ein Smart. Von daher bin ich Platzmangel quasi gewohnt. Ja. Das Thema Vietnam hatten wir ja schon das ein oder andere Mal. Der sieht jetzt von der Darstellungsweise, wie wir sie hier haben, absolut katastrophal aus. Auch klein. Ja, vor allen Dingen klein geworden, vor allen Dingen eben bis 2011. Danach hält sich das Bild schon mal deutlich auf. Aber in der Tat, Vietnam war so eine Herzensangelegenheit. Und als ich in 2016 da war, war es für mich das faszinierendste und das Land in Asien, das ich bisher bereist habe, wo ich das meiste positive Potenzial wahrgenommen habe. Wegen der Menschen, wegen der Demografie, wegen der
Ehrlichkeit, wegen der Greifbarkeit von Wachstums, von Lernwillen, der vieles bis alles, was ich hier in Deutschland so wahrnehme, in den Schatten stellt. Ein sensationelles Reiseerlebnis. Und wenn man dann denkt, dass diese Menschen auf einmal richtig auf Wirtschaft losgelassen werden, dann glaube ich eben daran, gerade auch im Zuge von deutlichen Erleichterungen im Lernen, wie Wissen verfügbar werden wird in den nächsten Jahren oder auch schon verfügbar ist, dass da viel Potenzial da ist. Mein Investment-Startzeitpunkt, das muss man bei der Grafik, die ihr beim Porträt des X-Trackers FTSE Vietnam Swap eben aussieht, war 2016. Von daher ist meine Positionierung da eine positive und ich bin im Moment ganz angenehm drauf. Aber da gibt es natürlich auch Anleger, die in 2008 in einer Boomphase Vietnams, die im Übrigen aus Deutschland angefacht wurde, noch auf einem anderen Level, diese Anleger haben bis zu 80% seit Anfang 2008 verlieren können und lecken sich dann eben immer noch die eine oder andere Wunde in ihrem Portfolio. Aber bei einem Investment eben ab 12, 13, 14, 15, 16 sieht das Ganze anders aus. Der Fonds selber, 57% im Finanzbereich, ja. Aber da ist eben auch eine ganze Menge an Immobilienunternehmen mit dabei. Man muss natürlich sagen, es ist ein ganz kleiner Markt, da ist noch viel Entwicklungspotenzial, insgesamt überhaupt nur 20 Aktien, die größten 10 haben 89, das heißt, die anderen 10 hätte man sich eigentlich auch sparen können. Die Top 3 sind ja bei 45%. Genau, die Top 3 sind 45%, na so viel auch zum Thema, ETFs sind immer breit diversifiziert, ja, wenn der Markt es nicht hergibt, kann auch der beste ETF nichts machen, sage ich ja immer, ne? Die beste Verpackung nutzt nichts, ne? Wenn der unterliegende Markt seine Verhältnisse hat. Wir haben hier immerhin mit Vingroup und Vinhomes zwei große Immobilienwerte, die haben 30%, ist in so einem Markt in dem Stadium wahrscheinlich auch nicht schlecht, ja, Immobilien und Hausbau mit dabei zu haben, Produktentwicklung. Sehr schön finde ich, wir haben eine Molkerei dabei. Das heißt also mal der Bereich der nicht zyklischen Konsumgüter drin. Wir haben natürlich Banken drin. Also so schlecht ist er gar nicht. Wenn man zu diesem Land einen Bezug hat, dann ist dieser Fonds die einzige Möglichkeit, wie man über einen ETF dort investieren kann. Denn über einen ETF? Genau, über einen ETF. Aber es muss ja nicht immer ein ETF sein. Es gibt manchmal andere Möglichkeiten. Das ist bei BB Biotech ein Thema, das wir schon mal in der Biotechnologie-Thema des Monatssendung besprochen haben. Da muss es auch nicht unbedingt ein ETF sein, da muss es auch nicht ein aktiv gemanagter Fonds sein, sondern es gibt Fonds, die einfach ein fixes Kapital haben, Beteiligungsgesellschaften. Das wird nicht abgezogen, sondern die können mit diesem Kapital arbeiten, müssen nichts an ihre Anleger zurückgeben. Davon profitiert BB Biotech. Ich mag diese Konstruktion sehr gerne und genau so etwas, einen geschlossenen börsengehandelten Fonds gibt es auch für Vietnam. Nennt sich, schöner Name, Vietnam Opportunity Fund. Notiert primär in London an der AIM, am Alternative Investment Market, und hat gezeigt, naja, man konnte in den letzten 10 Jahren in Vietnam auch richtig Geld verdienen. Kontinuierliche Überrendite zu dem Index. Selbst wenn man 2008 zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt eingestiegen ist, hat man heute in Euro 50% plus. Wer am Tiefpunkt eingestiegen ist, hat nahezu verachtfacht. Man profitiert hier von einem Portfolio, das eben nicht nur in die ganz großen Werte gehen kann, wie der ETF, sondern das sogar nicht notierte Beteiligung, also Private Equity, enthält, das auch Immobilienbeteiligungen halten kann. Aber es ist natürlich eine Spezialität für den Freund der Spezialitäten. Insofern der Warnhinweis vom Anfang hier nochmal dick unterstrichen, das ist hier nicht mal, also eine Empfehlung ist hier nichts, das ist noch nicht mal eine Meinung, das ist nur den Hinweis darauf, was es noch gibt. Was es so gibt, schaut einfach, wenn euch das interessiert, wenn ihr auch so begeistert seid von dem Land, wie Tobias das hier geschildert hat. Ich kann das ja nicht nachvollziehen, weil ich einfach noch nie dort war. Ich war noch nie weiter östlich als nach Dubai. Dafür kenne ich mich im Westen ganz gut aus. Mitleid ist nach wie vor nicht notwendig und nicht angebracht.
Ja, aber dann ist das etwas, wo man mal aufhorchen kann, insbesondere weil der Fonds Vietnam Opportunity in London gehandelt wird unter dem, was die Fondsgesellschaft als Netto-Inventarwert angibt. Da haben wir einen Preisnachlass, einen Rabatt von 25%. Wir haben allerdings auch schon Zeiten gesehen, da war der Rabatt mal 50%. Also eine Spezialität unter den Spezialitäten, eine Nische in der Nische und einfach mal völlig unabhängig davon, dass wir hier über ein sicherlich zukunftsträchtiges Land sprechen, ein Hinweis darauf, was für Konstruktionen es neben Fonds, ETFs und Einzelaktien eben auch noch gibt. Und guckt bei dem Produkt ruhig nochmal nach, oder vielmehr bei dem börsennotierten Fund ruhig nochmal nach. Ich meine, wir hatten vorhin gesagt, dass es eben nicht mehr die 25% sind, sondern nochmal niedriger geworden ist. Vielleicht sind es auch nur 20. Aber in der Tat, das Thema der Variabilität dieser Schwankung ist eben ein Thema. In den letzten Jahren war es dann eben auch mal so, dass sich dieses ein bisschen abgebaut hat und nicht mehr so stark ist. Ich muss eine Sache ganz kurz klarstellen, weil wir von Michael gerade eine Live-Frage reinkriegen. Geschlossener Fonds, Nachschusspflicht. Nein, also bloß nicht, bitte nicht falsch verstehen. Wenn ich gesagt geschlossener Fonds, ist es nur die Übersetzung dessen, wie man diese Produkte im Englischen nennt. Closed End Fund. Das heißt einfach, es wird einmal Geld eingesammelt, so wie bei einer Aktiengesellschaft, und dann kann die Gesellschaft mit diesem Geld arbeiten und investieren. So wie eine Berkshire Hathaway. Wenn du deine Berkshire Hathaway Aktie nicht mehr willst, wenn du Geld brauchst, musst du sie an der Börse verkaufen. Du kannst nicht zu Warren Buffett gehen und sagen, gib mir mein Geld zurück, und Warren Buffett hat anschließend $300.000 weniger in der Unternehmenskasse. So läuft es ja bei einem normalen Investmentfonds. Du gibst die Anteile zurück und entsprechend weniger Geld hat der Fonds. Wenn ganz viele Leute ihre Anteile zurückgeben, dann hat der Fonds ein Problem und muss Positionen liquidieren, um diese Nachfrage nach Liquidität zu befriedigen. All das ist bei diesem geschlossenen Fonds eben nichts, sondern die können über ihr Geld verfügen. Hat nichts zu tun mit dem, was wir hier in Deutschland gemeinhin als geschlossene Fonds, irgendwelche KG-Anteile mit Nachschusspflicht und Sachwerten und am besten 1 Million verschwundener Container zu tun hat. Nein, gar nichts. Das sind gar auch Millionen verschwundene Euro, wie beim Berliner Riesenrad. Ja, oder irgendwelche Procon oder Genussrechte, irgendwas. Nein, hat alles nichts damit zu tun, sondern meint einfach nur die Übersetzung von Closed End Fund. So, und das war unsere Reise durch Asien, durch drei Top-Märkte, durch zwei Investments, mit denen ihr Asien insgesamt abbilden könnt. Unseren Favoriten habt ihr deutlich raushören können. Kleinere Unternehmen, aktives Management, ja, teuer, aber eben auch ertragreich. Und bei den Länderspezialitäten dann mal mit und mal ohne Swap, je nachdem, was möglich ist und was auch angeboten ist. Und darauf sind wir natürlich auch angewiesen, ein entsprechendes Angebot zu haben. Und spätestens da wird nämlich die Vielfalt, diese viel zitierte, viel zu große Anzahl von Produkten, Produktvielfalt, ganz, ganz schnell überschaubar und klein. Und man fragt sich bei einigen Produkten, die wir heute nicht vorgestellt haben, wie denn bitte ein solcher Schwachsinn eigentlich als Finanzprodukt an den Markt gelassen werden kann. Aber da, wo keine Alternativen da ist, da setzt sich manchmal auch Unfug durch. Wir haben aus unserer Sicht die Produkte euch aufgezeigt, die wir für investmentwert und für investierbar halten und hoffen, dass euch das gefallen hat. Und das war damit Echtgeld TV Thema des Monats Asia 2030. Und weiter geht's. Ja, weiter geht's auf jeden Fall immer auf YouTube, und weil das ja eine im Januar aufgezeichnete Sendung ist, wissen wir selber noch gar nicht, wann dann jetzt eigentlich die nächste Sendung ist, weil der Röli muss ja erstmal von seiner Reise wiederkommen, und wenn es optimal läuft, bin ich zu dem Zeitpunkt gerade noch da. Vielleicht machen wir auch mal irgendwie einen wie auch immer gearteten Zusammenschnitt von Christians Unterwegstour. Wohin eigentlich? In die Karibik. In die Karibik. Diesmal mit der Mein Schiff.
Ja, da ist jetzt Emerging Market mäßig nicht so viel. Naja, also ich erinnere mich, dass ich auf Jamaika schon mal an einem Börsengebäude vorbeigefahren bin. Aber wir sind ja. Jamaika hat übrigens auch wo man Angst hat, denn wenn der nächste Wind kommt, das Umfeld. Ja, so schlimm war es gar nicht. Ansonsten ist da wenig los mit Börse. Also selbst in der Domrep, ich erinnere mich da an nichts, aber man kann dort schön investieren in Naturalien, ja, also insbesondere in hochprozentige. Ich selber werde in Hongkong sein Ende Februar und da sicherlich das eine oder andere Interessante sehen und da eben auch in den Emerging Markets präsent. Mal gucken, was uns dazu einfällt. Aber ich muss das Schiff unter die Lupe nehmen und das ist ja wiederum meine Tochtergesellschaft, 50% TUI und 50% Royal Caribbean Cruises. Ja, und sozusagen vielleicht ist das eine Aktie des Monats, die Christian im März vorschlägt. Wir wünschen euch bei den weiteren Videos auf YouTube viel Spaß. Und wenn ihr es genau wissen wollt, wann eigentlich immer die nächsten Sendungen sind, dann geht auf www.echtgeld.tv, meldet euch für die Echtgeld TV Lounge an, dann bekommt ihr alle Hinweise zu den Sendungen, ihr bekommt erweiterte Unterlagen, ihr bekommt nach den Sendungen die Hinweise, dass die Videos auf YouTube live sind und überhaupt ist es wichtig. Es ist super. Toll. Und, es ist toll. Es ist wie eine echte Lounge draußen im wahren Leben, nur es gibt nichts zu trinken. Aber jetzt hier für uns, oder? Genau. Und damit gute Zeit, gute Investments aus Berlin und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV. Tschüss.